Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance und wir sind hier wieder im Haus, nachdem ich letztes Mal aufgehört habe und jetzt wieder anfangen. Natürlich müssen wir hierher gehen, um zu speichern. Wir können es erstmal waschen. So, waschen ist immer gut. Ja, dann noch die eine Aufgabe für uns, die ich nicht angehen werde, und dann würde ich sagen, machen wir erstmal mit den Hauptquest. Und zwar optional holt deine Ausrüstung in der Rüstkammer ab und zwischen 11 und 19 eine Runde drehen. So, ich müsste schnell reisen können, oder? Da kann ich die Rüstung holen, da wird schon auf jeden Fall jetzt nochmal hingehen. So, wird ich hinten oder vorne anfangen? Ich glaube, von hinten ein bisschen schneller, so. Schade, dass ich nicht mittendrin abbrechen kann, zum Beispiel hier. Das würde mir so viel bringen. So, ich muss aufpassen, dass ich wenigstens bis... Ja, wir sind ja da. So. Es lädt nach. Ja, wir müssen eh da unten rein. Nur mit unserer Rüstung. Wir müssen ja auch noch verkaufen. Wir können ja nicht die ganze Zeit unser Zeug mitschleppen. Und schleppen es eigentlich nur mit, um es zu verkaufen. Gut. Können wir ein bisschen schneller machen. Apropos. Schneller machen. Müssen wir noch was essen. Können schon mal schnell gucken, ob wir irgendwas haben. Den Wein. Ja, den könnte ich mir reinkippen. Trockenobst. Ach komm, erstmal ein bisschen Trockenobst. 76 Salz. Salz kann ich nicht essen. Eine Salami kann ich essen. Komm, erstmal noch eine Salami. Und eine Karotte. Noch eine Karotte. Nein, Schlüssel sollte ich nicht essen. Der trockene Pilz lasse ich mal noch. Kann ich schon was Neues machen? Ja, ich kann was Neues machen. Okay. Ja, mal hier ein bisschen was. Deine sieben Viertel langsam, weswegen du länger ohne Schlaf auskommst. Ja, warum nicht? Das ist eine Fähigkeit ohne einen Nachteil. Los. Perfekt. So, was haben wir noch? Wir haben das. Stärke haben wir was Neues. Leichen oder bewusstlos zu tragen, man braucht keine Ausdauer. Ja, fest im Griff. Deine Chance, den Gegner der Umklammerung zu überwältigen, ist um ein Drittel erhöht. Packesel. Ich könnte schwere Sachen tragen. Ich bin eigentlich kämpferisch. So. Sonst haben wir noch nirgendwo. Doch, das. Ach nee, das haben wir quasi schon gelernt, indem wir einfach gespielt haben. Okay. Haben wir einen Kampf was Neues? Ach, wir haben das gelernt. Ich kann fein aus den Sattel heben und finden. Verteidigen, der perfekte Block. Sonst nichts. Obwohl Schwert, wenn dann schon. Fertigkeiten müssen wir schon nichts haben, weil wir haben nichts gemacht. Buffs, Heilung. Und die jeweiligen Sachen, wo ich irgendwie besser sein könnte. Okay, Statistik. Unwichtig. Gut, gehen wir weiter. Gehen wir weiter in Richtung Ort, wo wir uns Rüstung abholen können. Wir haben eine Taverne. Ja, gib mir einen Moment. Ein Bettler, wahrscheinlich ein Skalitzer. Noch ein Skalitzer. Hm? Na gut, bitteschön. Wo wäre ich ohne deine Hilfe? Lobe den Herrn. Nett von dir. Hühner. So, bin ich schon richtig? Guck nochmal nach. Die Frage ist, bin ich zu hoch oder bin ich zu tief? Hier ist der Schuster. Ist er hier? Ich glaube, ich bin richtig. Guten Tag, der Herr. Bin ich richtig und habe hier meine Ausrüstung? Ich soll meine Ausrüstung hier. Ja, abholen. Perfekt. Name? Heinrich. Ich bin immer noch und? Dreckig. In Lehnstreue zu? Herrn Ratzig Kobiller. Hm, ja, hab dich. Also dann, komm rein. Fühl dich wie zu Hause, Heinrich. Wenn ich mich recht entsinne, bekommst du Helm, Gambeson und Knüppel. Das ist alles? Willst du auch einen Kuss und eine Umarmung? Ich meine Ausrüstung. Für eine Stadtwache genügt. Du sollst Ärger verhindern, nicht machen. Okay. Ich kann ja später alles dieben. Dass ich das mir überlege, ist eigentlich nicht gut. So, dann können wir ja mal gucken. Erstmal bin ich wahrscheinlich zu schwer. War mir klar. Die Armschiene haben wir noch. Biancas Ring tragen wir.
Bringt mir das mehr wie das? Das hab ich gerade. Ne, die hab ich gerade an. Wir fangen mal hier unten an. Nackenschutz haben wir noch an. Leicht gepolsterte Rüstung. Na, bleiben wir bei der. Die hat anscheinend schon ein bisschen Schaden, oder? Wie auch immer. Lederwanst. Ja, das sieht man. Die hat null. Die ist kaputt. Ein Knüppel. Rüsten wir mal aus. Scheint anscheinend unsere jetzige Ausrüstung zu sein. So, die haben wir noch an. Das kann man dann verkaufen. Den Bogen haben wir auch. Gewöhnliche Dingshaube. Der ist besser. Und hier haben wir noch zwei. Der eine ist jeweils höher vom Leben. Gut. Geflickte Beinlinge habe ich eh an. Gut. Dann würde ich sagen, dann gucke ich, ob ich zum nächsten Händler komme. Ich würde ja gerne, bevor ich das mal was verkaufen gehen. Hinweis Quest. Hinweis Händler. Warte mal, ich will mal zu der Hinweis Quest gehen. Kann ich mit dem Marker mal schon einen Marker ein? Ups. Ach, andersrum. Mal gucken, ob da noch was existiert. Guten Tag, der Herr. Jetzt hab ich einen Knüppel. Kann ich Leute knüppeln? Ich bin schon die Polizei, ey. So. Nun die. Ich wollte immer noch den Hund sehen, ob der jetzt mit uns bis dahin gekommen ist und unser treuer Gefährte ist. Ich mag Hunde. Bürger. Hier drin, hier ist so ein geiles Pferd. Will die Textur noch nicht nachgeladen haben. Du hast die Händler-Taverne entdeckt. Der hier ist der Typ. Der Wirt. Guten Tag. Beste Grüße. Was ist Herr Hanusch für ein Burggraf? Er ist ein guter Herr. Wird nicht mehr dasselbe sein, wenn Herr Hans an die Macht kommt. Wird ein trauriger Tag. Kann gut sein. Wie auch immer, wir fragen mal, braucht ihr irgendwo Hilfe? Ob hier jemand meine Hilfe gebrauchen könnte? Kann sein. Oh. Berthold, unser Wildhüter, hat kürzlich bei irgendwas Hilfe gebraucht. Frag ihn, ob er immer noch eine helfende Hand gebrauchen kann. Weißt du, ob hier jemand meine Vielleicht Hilfe gebrauchen braucht ihr noch könnte? Jemand was. Mir fällt niemand ein. Okay, ich könnte höchstens einen Jäger fragen. Habe ich das auch gleich im Questmenü? Nein, habe ich nicht. Oh doch, warte mal, ich gehe auf die Karte. Scheint ja jetzt irgendwie da was dazugekommen zu sein. Ein kleines Sternchen. Questgeber, ah! Wie auch immer, ich gehe trotzdem erstmal zu einem fucking Händler. Und ich muss aufpassen, dass ich vor 19 Uhr danach ankomme. Deswegen renne ich mal lieber. Ach, ich geht nicht rennen. Ich bin zu schwer. Trotzdem gehen wir noch kurz zum Händler, verkaufen da die Sachen, die ich nicht brauche. Damit ich wieder Übersicht im Inventar habe. Die habe ich schon lange nicht mehr. Und dann gehen wir mal weiter. Dann sind dann mal die Wache und knüppeln wahrscheinlich Leute nieder. So, hier drin oder was? Gut. Hallo. Mister, ich habe noch nicht nachgeladen. Beste Grüße. Lass uns handeln. Ich habe das. Die Axt behalte ich, Brezel auch. Das. 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 Das habe ich anscheinend auch nicht an. Ist den nicht besser? Nee. Leg ich die noch ab. Die Scherbe behalte ich. Die Wettkampfpfeile, die bringen wahrscheinlich nichts. Geben mir noch alle 7 ab. Ich brauche die Pfeile hier, ne?
Ich würde 92 kriegen, okay. Das Essen brauchst du wahrscheinlich eh noch später. Gut. Dann würde ich gerne feilschen. Natürlich immer versuchen, Geld rauszuschlagen. Das ist meine Devise. Lässt sich was am Preis machen? Ja, warum nicht? Ich habe eine Spezialisierung. Nice. Okay, könnten wir vielleicht... Ich würde gern... einen Huni für kriegen. Weil du es bist. Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. Wir können das 97 machen. Endlich eine vernünftige Summe. Perfekt. Ich Geld raus. Was ist dein Begehr? Zu gehen. Gut. Und hätten wir das fertig, ich entferne mich schnell auf den Marker. Dann können wir auch hin zu Baby gehen und gucken, was wir machen müssen. Dann haben wir unsere Schichten mit Nachtigall, so heißt der ja, oder die. Aber ich glaube, es sind er und der ist, weil, naja, war halt so. Hier, nimm dies. Möge der Herr dich belohnen. Fleisch haben wir entdeckt. Und hier in der Kirche, oder was? Ne, hier irgendwo. Bist du Nachtigall? Da ist Nachtigall. Mein Herr. Hier bin ich. Ich heiße Heinrich. Wir sollen heute zusammen unsere Runden drehen. Wow. Echt jetzt? Ist es einfach weitergelaufen, oder was war der Druck? Hey, passt. Nicht dein Ernst. Wow. Warte mal, sag an, schon bis 19 Uhr. Ja, ich schaue es noch nicht 19. Ey, komm, lass es, es ist kein Bug sein. Ein Schatz ist kein Bock da drauf. Das wäre es doof, wenn es jetzt ein Bug wäre. Es war kurz im Angefangen. Jeden Abend, wenn auf dem Hau ab. Ich will jetzt mit dem Typen reden. So, hier ist er. Nochmal probieren. Wenn nicht, muss ich neu laden. Danke, Spiel. 22:08, wie spät haben wir es? Nein. Ich probiere es jetzt zu beheben. Vielleicht kann ich mit jemand anderes ein Gespräch anfangen. Der nicht. Aber hier der vielleicht. Ich meine, es wäre ungefähr der Zeitpunkt, wo ich gestern aufgehört habe zu spielen. Also quasi die ganzen 30 Minuten, die wir jetzt hier gespielt haben, wären weg. Wegen diesem realistischen, wegen Speichern und Co. Ich finde, wenn das so sein soll, dann soll es aber wenigstens so sein, dass das Spiel komplett funktioniert. Mir ist aufgefallen, dass einige Skalitzer aussehen, als wären sie im Krieg gewesen. Was ist passiert? Es gibt da so einen Kerl, der Wetten abschließt. Wenn du ihn schlagen kannst, bekommst du Silber. Wenn du verlierst, musst du für ihn arbeiten. Aha, ich sehe mir das mal an. Interessant, wie auch immer ich es darauf kam. Ich probiere es wieder. So, Typ, nochmal. Kein guter Zeitpunkt, ach, Junge. Gott sei Dank. Du findest mich morgen Nachmittag bei der Kirche, der unteren. Ich bin so ein... Wow. Also Dorfschutzwarten. Wann war der Beginn? Wow. Ich habe auf jeden Fall zwischen 11 und 19. Na, vielen Dank. Ich habe Updates. Und so, hier Vitalität, dickes Blut.
Schnell wieder Wind. Ich gehe auf dickes Blut. So, und dann hat man es mit Redekunst. Hoch, wohlgeboren. Wir müssen uns bei Herren einschleimen, nicht bei kleinen Leuten. Deswegen waren wir hochgeboren. So. Sonst noch was? Schlösser knacken. Hier rum. Na gut, dann. Könnte ich mal was anderes probieren? Von irgendwie muss ich jetzt die Zeit rumkriegen. Ich könnte mal gucken, ob ich jetzt hier einen Dietrich finde und ein bisschen, naja. Den Stealthy Man raushau. Ja, dann bleib hier. Waren, Junge. Glück und Gesundheit. Danke. Lass uns handeln. Haben du einen Dietrich? Kleines Schneiderset, kleines Schusterset, okay. Schaufel, eine Schaufel haben wir, na klar. Wundpfeil, näher, kein Dietrich. Ne, lass mal. Wir müssen nochmal hier drin. Und ich muss halt wirklich wieder zurückreisen. Müssen wir einfach die ganze Zeit warten. Das will ich eigentlich nicht. Lass uns handeln. Hast du einen Dietrich? So, kein Dietrich. Okay, dann. Sowohl oder übel erstmal nach Hause reisen. Jetzt kannst du keine Schnellreise machen, dann halt von hier. So. Dann reisen wir jetzt runter. Ja, komm. Ich muss eh bis um 11 warten. So, hier ist eine Axt. Kann ich mitnehmen? Nee. So, haben wir was zu essen? Ja, das ist mir. Das wäre alle. Okay, guckst du was anderes? Waschen? Nö. Jetzt nicht. Ach, hier rüber. Okay. Essen hätten wir was. Ich leg mich hin. Ich hoffe, ich darf so lange schlafen. Egal, ob ich komplett ausgeruht bin. Hauptsache, ich kann so lange schlafen. Und gucken, ob ich schon länger schlafen kann. Vielleicht bis 10 oder 9. Ne, 10 wäre eigentlich das Beste. Dann speichern wir auch das Spiel. Das hat ja auch seinen Vorteil. So, kann ich schon mal schlafen? Nee. Scheiße. Dann essen wir erstmal hier was aus. Ein Kuchen. Meins. Noch mehr Kuchen. Alles meine. Das kann ich ja irgendwann auch knacken. Das. Erstmal aus dem Topf essen, ja. Nam, 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 nam. Perfekt. Und nochmal. Scheiße. Satteil ist so gut wie voll. Dann gehen wir jetzt wieder zurück zu dem Typen. Also reißen wir doch schnell hier hoch. Dann halt, sobald wir das Haus verlassen haben. Rupp die Tür auf, Junge. So. Und hoch. Hoch. Ja. Da haben wir 7, da haben wir 8. Da muss ich ein bisschen 11 warten. Ach du Scheiße. Ja,
Energie verlieren wir, Essen verlieren wir, aha, alles nicht gut. Man muss es eigentlich langsam laden. Ich wechsle meine Einstellung dazu um 11 auf Zürnisch. So, bitte laden Sie das Spiel. Dann esse ich mal vorsichtshalber einen Pfannkuchen. Meins. Komm noch rein. Ein bisschen überfressen, aber Energie ist satt. Guten Tag. Dann entferne ich mich schnell auf der Map den Marker. Jetzt geht's weiter. Guten Tag. Ach komm, ein bisschen schneller. Ich bin eh überfressen. Ich mach das keinen Unterschied. Himmel! Pass auf, wo du hingehst. So. Wo ist er? Ist er das? Nachtigall. Perfekt. Wir haben es um 11. Ich sehe, du bist ausstaffiert. Es kann losgehen. Ich bin Nachtigall. Bist du nicht der, den diese Müllerin auf einem Karren hierher brachte? Hey. Ja. Theresa? Ja, sie hat mich gerettet. Sie tauchte mit Robert und seinen Rittern auf. Alle Ehre dem Mädchen. Hat mehr Eier als die meisten Männer. Sag mir, wie hast du ihr das vergolten? Ich habe ihr dafür gedankt. Das ist nicht viel. Du solltest sie besuchen, wenn es sich ergibt. Und wie genau bist du im Dienste des Vogts gelandet? Ich will Herrn Ratzig dienen. Aber er schickte mich hierher, um zu lernen. Und das wirst du auch. Du hast Glück, Junge. Er muss dich mögen. Die meisten Herren hätten dich fortgeschickt. Komm mit, Heinrich. Ich sage noch, es geht um den Vater. Wir runden und stellen dann sicher, dass die Schenken abends schließen. Ich bin bereit. Aber vergiss nicht, ich soll dich auf die Probe stellen und dir mit Gottes Hilfe etwas beibringen. Ich erwarte also, dass du Verfehlungen sanktionierst. Ich habe dich im Auge, damit du keine Dummheiten machst. Gehen wir. Ja, es ist okay. Das ist unsere Kirche, St. Matthäus. Jetzt erstmal hier, zack, und auf den Kopf. Sie dient nicht nur als Gotteshaus, sondern auch als Gruft der Herren von Leipa, unseren Herren. Der Totengräber wohnt gleich um die Ecke, der Pfarrer auch. Unser Pfarrer, er... Na, man sollte nicht schlecht über die Diener Gottes sprechen. Unser Rathaus. Ziemlich groß, was? Der Vogt und seine Knechte leben hier. Und der Maestro Proto Notarius. Der Schreiber. Und der Kerker. Will man nicht von innen sehen. Nicht mal als Wache. Natürlich haben wir auch einen Henker. Aber der wohnt nicht in der Stadt. Wäre unpassend, denkst du nicht auch? Er wohnt beim Galgenberg. Auf der anderen Seite des Baches. Dieser Pranger wurde im Herbst aufgestellt. Und zwei sind da bereits vermodert. Hier wohnt der Schwertschmied. Er quatscht ziemlich viel. Hey, da habe ich schon eine Weile vergessen, was die Feststelltaste war. Außer ich habe es schon gedrückt. Was zum Teufel ist hier los? Sieh mal nach, Heinrich. Das will ich hier nicht haben. Ist dieser Misthaufen euch nicht groß genug? Was denn hier los, Jungs? Muss ich den Schlagstock auspacken? Schreit ihr beiden da so rum? Schluss mit dem Krawall! Wurde auch Zeit, dass du kommst. Dieses dreckige Bettelweib da. Ich heiße Jana. Meinetwegen. Dieses Bettelweib da glaubt, dass sie herkommen und meinen Laden zustinken kann. Ich will, dass du sie fortjagst. Ich würde mit dem Christen kommen. Wie wär's mit etwas christlicher Nächstenliebe, Schmied? Was? Hast du eine Ahnung, wie oft ich Almosen gegeben habe? Dieser Hexe da erst gestern. Ist das wahr?
Ich weiß nicht. Lügst du? Hast du Almosen bekommen oder nicht? Jawohl. Von diesem Mann hier? Weiß nicht. Und selbst wenn, gestern war gestern und ich muss heute auch was essen. Das ist wahr. Was weißt du schon davon? Ich könnte es probieren. Ich denke, du solltest Jana etwas geben. Gestern gab ich ihr einen Groschen und heute vermiest sie mir das Geschäft. Hast du den Verstand verloren? Wieso sollte ich ihr etwas geben? Nun, Schmied, du willst doch nicht, dass dich die ganze Stadt für einen herzlosen Bastard hält, oder? Nein, gewiss nicht. Na dann los. Gib ihr ein, zwei Münzen und du besserst sogar deinen Ruf damit auf. Ach, um Himmels Willen. Boah, gut Bitte gemacht. Schön. Und komm nicht wieder. Danke. Siehst du? War doch gar nicht so schlimm. Kriegst du es Anschiss? Er hasst dich jetzt, so viel kann ich dir sagen. Aber du hast dich wie ein guter Christ verhalten. Ist das jetzt gut oder schlecht? Ich war wie ein guter Christ, naja. Christen retten mich nicht, wenn Krieg herrscht. Deine alten Nachbarn leben jetzt hier. Ist zwar ein ziemliches Drecksloch, aber trotzdem solltet ihr Herrn Harnosch dankbar sein. Ich meine, sie sind nicht tot, ne? Wäre er nach den Städtern gegangen, wärt ihr nicht mal in die Nähe der Stadtmauern gekommen. Die Leute stehen nun nicht mehr so zu ihm wie zuvor. Ein paar Tölpel fordern sogar, dass Herr Harnosch das Lehen endlich dem jungen Herrn, Hans Kapern, übergibt. Dem Typen, Hans Vater, der alte Jeschke, Gott hab ihn selig, hatte das Lehen inne, bis er ein Greis war. Dann setzte er sich zur Ruhe. Erst im Meeren, dann im Himmel. Herr Harnosch verwaltet das Lehen, bis Herr Hans mündig wird. Sie sind irgendwie verwandt. Hatten denselben Ururgroßvater oder so. Es kommt die Zeit, in der das Gut weitergereicht werden muss. Sowas endet oft in Reibereien. Hoffentlich bleibt uns das erspart. Hilfe! Huch! Hilfe! Das Spiel, ey. Na, trotzdem finde ich es nicht abstoßend. Im Gegenteil. Es macht mir Spaß. Wer ist da? Antworte. Wuffi. Eine Frage. Machen wir jetzt bis 19 Uhr? Wie lange laufen wir noch? Werter Herr. Wer Platz hier? Zu Marktzeiten sieht er viel besser aus. Dann ist er bis zum Brechen gefüllt mit Leuten von überall her. Aha. Ich bin vor dir, wir können. Und so stehen hier raus. Dann wir haben hier auch eine Bäckerei. Und diesen irren Händler, Wolfram Bruder. Er hat eine hübsche Tochter, hält sie aber an der kurzen Leine. Hida? Was den jungen Böcken nicht so gut schmeckt. Angeblich soll er das arme Mädel sogar den ganzen Tag einsperren. Eine Schenke steht hier am Markt, die Händlertaverne. Die andere liegt oben am Tor. Da gehen wir später hin. Da waren wir ja schon. Kurzzeitstand vorbei. Ah, der ein schlechte Keuler. Und ich laufe mit meinem Stock rum. Das ist unfair. Diskriminierung. Wird ganz deutlich gezeigt, wer die größere Keule in der Hand hat. Ne. Ne, einfach nur ne. Lass uns näher an die Kernburg gehen. Ich glaube eine Keule. Und kein Stock. Hallo. Ach, bei dem gibt's eine Aufgabe. Stimmt, da können wir danach mal hingehen. Schau her. Siehst du den Lump da? Bei Gott, dem Bastard zeig ich's. Was denn jetzt los? Oh oh. Der steht schon auf. Haben wir's bequem? Almosen bitte, Herr. Für wen hältst du mich? Bist du dumm oder nur unverschämt? Was ist denn los? Dumm also. Hier ist Bettel nicht gestattet, also heb deinen stinkenden Arsch und schaff ihn von hier weg. Wen störe ich denn hier? Mich, uns, jeden. Wenn er Harnosch dich sehe, würde er dich auspeitschen. Ist gut, ich gehe. Verfluchte Bettler.
Da reicht man ihnen die Hand und sie wollen den ganzen Arm. Die Regeln sind klar und deutlich. Bettler gehören zur Kirche. Aha. Habe ich verstanden. Ich war auch Schmied. Kann ich das nicht machen? Hier ist die Schmiede. Oh. Im Augenblick gibt es ein paar Scherereien mit dem Schmied. Aber sein Lehrling springt einigermaßen für ihn ein. Wie ich höre, bist du auch Lehrling eines Schmieds. Ihr könntet, wenn nötig, helfen, oder? Ihr? Wen meinst du damit? Dich und deinen Meister oder Vater. Wer dich ausgebildet hat. Ja. Was ist denn? Mein Vater war der Meisterschmied. Er wurde in Scarlets getötet. Ah, tut mir leid. Wusste ich nicht. Danke. Mir auch. Mein Papa starb auch kürzlich. Ihn raffte das hohe Alter dahin. Ist nicht dasselbe. Aber ich kann etwas mitfühlen. Wie auch immer, trotzdem lasse ich hier die Folge enden von Kingdom Come Deliverance. In der nächsten werden wir dann unsere Wacht fortsetzen und dann auf jeden Fall noch zum Jäger gehen, gucken, was der von uns machen will, haben will. Wie auch immer, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal und tschüss.